Sie sind hier, 24. August 2018, 19.59 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Fortuna Düsseldorf ist in die Bundesliga aufgestiegen. Urheberrecht Getty Images. Fortuna Düsseldorf verlängert den Vertrag mit Robert Schäfer. Der Vorstandsvorsitzende will seine Mannschaft nach dem Aufstieg in der Bundesliga etablieren. Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit seinem Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Das teilte der Aufsteiger am Freitag mit. Der 42-Jährige hat den Posten seit 2016 inne. Wir haben mit einem starken Team bei Fortuna Düsseldorf in den vergangenen erfolgreichen Jahren viel erreicht und wollen uns jetzt in der Bundesliga etablieren, sagte Schäfer. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Weg weiter mitgestalten darf. Schäfer früher bei 1860. Schäfer war von 2010 bis 2013 Geschäftsführer von 1860 München und wechselte anschließend zu Dynamo Dresden. Im März 2016 übernahm er dann sein Amt im Rheinland. Seit September 2016 ist Schäfer außerdem Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Fußballliga, DFL, des Vorstandes des Deutschen Fußballbundes, DFB und Mitglied der Kommission der Sicherheit, Prävention und Fankultur. Von Sportinformationsdienst.